Verantwortlich für die nachfolgende Sendung von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere und ausführliche Informationen zu den Sendungen von Radio TV IBS Liberty und RPF Rundfunk und Programmarbeitsgemeinschaft für Filmfunk und Fernsehen können Sie auch im Internet finden bei www.radiotvinfo.org. Noch einmal zum Mitschreiben: www.radiotvinfo.org. Willkommen am Mikrofon, Andreas Klamm. Viele Menschen in Deutschland und in der Welt, es sind Millionen Menschen in Deutschland und in der Welt, feiern Ostern. Und andere feiern ein Friedensfest für Frieden und gegen Atomkraft. Und Millionen Menschen in Deutschland und in der Welt feiern ein Auferstehungsfest. Gemeint sind damit Menschen christlichen Glaubens. In Deutschland üblicherweise bezeichnet auch als Christen. Diese Menschen gedenken einem Ereignis, das sich etwa vor 1976 Jahren zugetragen hat, etwa im Jahr 34 nach Christus, nach heutiger Zeitrechnung und nach Überlieferung. Vor 3 Tagen wurde der Karfreitag begangen und gedacht, üblicherweise bekannt mit diesem Tag ist die Geschichte über die Kreuzigung von Jesus Christus, der einen qualvollen Tod am Kreuz erlitten hat. Jesus Christus, der nach der Überlieferung in der Bibel keine Schuld und keine Sünde kannte, im Gegensatz zu uns Menschen. Der, der zu ihnen spricht, und 7 Milliarden andere Menschen, mehr oder weniger, vielleicht auch 8 Milliarden. Wer hat sie schon so genau gezählt, die Menschen, die es auf dieser Erde und in dieser Welt gibt? Jesus Christus wurde ans Kreuz geschlagen und starb einen qualvollen Tod. Doch zuvor hat genau derselbe Jesus Christus angekündigt, dass er den Tempel, und damit meinte er den Tempel des Heiligen Geistes, innerhalb von 3 Tagen wieder aufrichten wird. Und so feiern Menschen in aller Welt und in Deutschland, Menschen christlichen Glaubens, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum als Christen bezeichnet, zu Ostern oder um den Zeitpunkt zu Ostern, ein Auferstehungsfest. Die Menschen, die die Überlieferung der Schrift lesen und dem, was dort geschrieben steht, Glauben schenken können, freuen sich und gedenken genau jener Ereignisse, die sich vor rund 1976 Jahren zugetragen haben. Doch mit dem Karfreitag ist kein Schlusspunkt gesetzt. Der Tod am Kreuz von Jesus Christus als Schlusspunkt wäre eine ganz schreckliche Geschichte. Doch eben dieser Tod am Kreuz des Herrn Jesus Christus ist nicht der Schlusspunkt. Die Geschichte geht noch viel weiter. Was feiern Christen zum Fest der Auferstehung und zu Ostern oder zum Zeitpunkt zu Ostern? Ostern und das Fest der Auferstehung, es gilt es sicherlich differenziert zu betrachten. Radio TV IBS Liberty ist
Ein Sender in dieser Welt, ein alternatives Medienprojekt seit 1986, das der internationalen Völkerverständigung dient. Radio TV IBS Liberty ist kein christlicher Sender. Christliche Sender beispielsweise ist grosschannel.de oder auch der seit mehreren Jahrzehnten bekannte ERF. Evangeliumsrundfunk. Es lohnt sich, die Sendung des Evangeliumsrundfunks zu hören. Radio TV IBS Liberty ist ein alternatives, freies Medienprojekt und IBS Liberty, das steht für Independent Broadcasting Service Liberty. Das meint in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Ein Projekt, das der internationalen Völkerverständigung einerseits dient, der Information, der Aufklärung und auch der Förderung von chronisch kranken, behinderten Mediengestaltern, Journalisten, wie das für meine Situation zutrifft, Autoren, Schriftsteller, Radio- und Fernsehproduzenten, die in kommerziellen Sendern wie Sat.1 oder Pro7 und RTL oder auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern wie ARD und ZDF üblicherweise leider keine Sendezeit erhalten. Radio TV IBS Liberty mit einer Geschichte zur Feier und zum Gedenken der Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Das Maß des Glaubens, ich glaube, das wird von Gott dem Herrn geschenkt. Menschen sind vermutlich weniger dazu in der Lage, das Maß des Glaubens selbst zu bestimmen. Und so gibt es für mich auch einen Grund der Danksagung, denn Überlieferungen, die in der Schrift geschrieben stehen, Glauben schenken zu können. Von frühester Jugend an. Mit dem Älterwerden sind Zweifel entstanden, im Grunde genommen dann, zu einem Zeitpunkt, als die Jahre in der Schule mehr wurden, gab es auch Zeiten der Anfechtung, des Zweifels und einer Zeit, in der der Glaube auch weniger geworden ist. Doch Gott sei Dank ist der Glaube nicht ganz verschwunden. Wie erklärt man Menschen, die nicht christlichen Glaubens sind, was Christen zum Zeitpunkt zu Ostern oder mit dem Auferstehungsfest, was sicherlich was anderes ist als Ostern, feiern? Ich glaube, dazu gibt es eine wunderbare Möglichkeit, Ihnen das zu erklären, mit Hilfe der Überlieferung dessen, was in der Schrift geschrieben steht, in der Bibel. Die Bibel wird oft auch als Schrift oder Heilige Schrift bezeichnet. Es gibt viele Menschen, die daran auch glauben, dass die Bibel und die Inhalte der Bibel und das, was dort niedergeschrieben steht, das inspirierte Wort Gottes ist. Das meint, das von Gott eingehauchte Wort, von Gott gegebene Wort, das von Autoren unterschiedlichster Herkunft und Zusammensetzung über viele Jahrhunderte niedergeschrieben wurde. Die Geschichte zur Auferstehung von Jesus Christus, des Herrn Jesus Christus, finden Sie, wenn Sie nachlesen wollen, im Johannesevangelium Kapitel 20. Ich lese aus einer Version nach der Schlachter-Übersetzung, Version 2000. Die Auferstehung Jesu Christi. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war. Nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Jesus erscheint der Maria Magdalena. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabboni. Das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Jesus erscheint den Jüngern. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe
und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war eine Lesung aus dem Johannesevangelium zur Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus vor den Jüngern vor rund 1976 Jahren. Genau das ist es, was Millionen Menschen in dieser Welt, Christen, Menschen christlichen Glaubens benannt, nach dem Herrn Jesus Christus, nachdem ja auch die Zeitrechnung geändert wurde. Wir sprechen ja vom Jahr 2011, vom 25. April 2011 nach Christus, geändert wurde. Für viele Menschen in dieser Welt ist das Auferstehungsfest, das zeitlich in der Nähe von Ostern liegt, eines der wichtigsten und größten Feste, das diese Menschen christlichen Glaubens, Christen genannt, in ihrem Leben feiern können und sich freuen, einmal im Jahr dieser besonderen Ereignisse gedenken zu können. Bei vielen tiefgläubigen Menschen christlichen Glaubens beschränkt sich diese Freude der Auferstehung über ihren Herrn Jesus Christus keineswegs nur auf einen Tag. Doch eben diese Auferstehungsfeier zum Zeitpunkt zu Ostern, das ist etwas ganz Besonderes, das Menschen christlichen Glaubens, seien es evangelische Brüder und Schwestern, Protestanten oder katholische, evangelisch-freikirchliche Gemeinden, in aller Welt feiern, auch die orthodoxen christlichen Gemeinden, die dieses Jahr zum gleichen Zeitpunkt feiern, wie etwa auch die evangelische oder katholische Gemeinde. In der Tageslosung gibt es eine weitere Erklärung. In der Tageslosung zum 25. April 2011. Im Psalm 38, Vers 5 steht geschrieben: Meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Psalm 38, Vers 5. Und im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14, können wir die Erklärung, eine weitere Erklärung für die große Freude der Christen in Deutschland und in der Welt finden. Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Ein wahrlich besonderer Grund für Dankbarkeit und für Freude. Und so lässt es sich erklären, weshalb Millionen Menschen christlichen Glaubens in Deutschland und in dieser Welt diese zwei hohen Feiertage, wie Ostersonntag oder auch den heutigen Ostermontag, auf ihre Weise feiern. Soweit heute Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm. Ich hoffe, ich konnte Ihnen
die Gründe für das Feiern der Menschen christlichen Glaubens etwas erklären. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund, und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund, soweit dies möglich ist. Weitere und ausführliche Informationen zu Radio TV IBS Liberty finden Sie bei www.radiotvinfo.org. Vielen Dank für das Zuhören.